Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Subnautica Below Zero. Ihr Lieben, in der letzten Folge sind wir so ein bisschen rumgeschlichen und waren auf der Suche nach den Wickelpilz. Ich hoffe, das war der Wickelpilz. Ja, ich hatte zwischendurch eine kleine Pause. Die Woche war irgendwie ganz schön durchwachsen. Deswegen kamen gelegentlich auch keine Folgen. Deswegen ein großes Sorry dafür. Wir wollen einen Wickelpilz. Man hat mir aber schon gesagt, woher ich den Wickelpilz bekomme in dieser Stelle. An dieser Stelle vielen Dank, ihr Lieben, für den kleinen Hinweis. Lasst mal schauen. Okay. Das sind synthetische Dings. Ja. Das synthetische Dings. Wie wäre... Nein, was mache ich denn? Ich muss da... Dahin muss ich. Denn diesen Wickelpilz soll man... Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Soll man hier aus der Qualle bekommen? Ja, super. Wir schauen einfach mal. Aus der großen, dicken, fetten Qualle. Wickelpilz! Da ist das gute Stück. Nice! Thank you für den Tipp. Ich wäre rumgeflogen und rumgeschwommen und hätte das nie gefunden. Ich kann nicht mehr nehmen, ne? Kann ich nicht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir können irgendwas machen, was ich vergessen habe zu machen. Ach, da. Das ist schön, denn wir können jetzt ein Tauchmodul machen. Für das Beutetierchen. Deswegen schwimmen wir mal nach Hause. Vielleicht werden wir hier noch irgendwie eine Base hinbauen. Gab es hier nicht ein etwas hohen Berg da hinten? Müssen wir mal schauen, weil das dicke Ding hier noch rumsaust. Oh. Irgendwas hat mich gesehen, glaube ich. Irgendwas hat mich gesehen. Ich sollte vielleicht gelegentlich mal speichern. Gespeichert. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also werden wir jetzt eine... Grafikfehler. Werden wir nach Hause schwimmen und ich glaube, wir können dadurch das Tiefenmodul machen. Glaube ich jedenfalls. Oh. Gut. Hier sind wir also. Kann ich eine Runde hier lang schwimmen? Vielleicht? Nicht, dass mich jetzt gleich irgendwas frisst. Aber ich glaube, ich komme hier durch. Ich glaube, ich komme hier nicht durch. Vielleicht finden wir dann das ein oder andere. Aber wenigstens haben wir vier Stück von den Rubinen. Verdammt, wo hatte ich den Rubin her? Ich hatte es noch gerade im Kopf. Entschuldigung. Wo hatte ich den Rubin? Ah, doch. Doch, doch. Nein, ich wollte noch was machen. Ah, ich... Neben dem Frack. Neben dem Frack ist, das Teil. Scheiße. Ich wollte ja noch eine Boje bauen. Da ist ein Kumpel. Sorry, Fischi.
ja, ist ja gut. Ich glaube, wir sind in der Heimat, kann das sein? Oder es täuscht nur? Ja, ich glaube, wir... Oh, eine Kalli. Gut, ich muss wieder nach oben. So, ich wünschte, die Bahn könnte ein bisschen schneller fahren. Bin ich irgendwo gegengefahren? Gegen Fischi wahrscheinlich. Ein Beutelchen, da, guckt euch das an, das frische Ding. So schnell bewegt sich Beutelchen auch im Real Life. Jetzt bekomme ich garantiert einen Kommentar unter dieser Folge von Beutelchen. Das ist nachgewachsen. Ja, das ist noch... Das ist nachgewachsen. Das gute Ding sollten wir auch mal eine Runde aufbauen. So... Lasset mal schauen, das ist voll. Tauschen. Welcome aboard, Captain. Ja, ja. Gut. Oh. War gerade leicht verwirrt. Das packen wir auch mal hier rein. Diamant. No. Da. Sollten wir auch noch beschriften. Diamant. Da. Schwefel und der ganz andere Kladderadatsch. Das packen wir auch mal hier hin. Rubin behalten wir mal in der Hand. Kupfer. Ich werde diese Leiter noch woanders hinpacken. Sehr viel Kupfer. Sollte nicht alles rauspacken, ne? Das war doch... Ja, emailliertes Glas brauchen wir. Emailliertes Glas entsteht wie? Wie viel brauchen wir jetzt davon? Das Tauchmodul, wo ist denn das gute Stück? Gut, Nickelerz haben wir noch nicht, Kyanit haben wir auch noch nicht. Einmal, gut. Konnte Glas machen. Okay. So, einmal davon, Blei hatten wir hier drin. Und das gute Stück. Und somit kommen wir endlich ein bisschen weiter nach unten. Ich dachte schon, dass die Mitteilung sagt mir, das Schiff geht jetzt jeden Augenblick hoch. Ich will nur mal kurz... Oh, trinken. Ja, wie finde ich das denn? So, Salz. Salz. Wobei, Salz sollten wieder... Warte mal. Wasser. Salz packen wir hier drüben hin. Salz. Genau. Und bitte einmal Tiefenmodul davon. Ja. So, was haben wir denn hier? Ich hab so ein Teil! Das ist jetzt gruselig. Was bist du? Ein Seekobold, die wachsen ja noch. Och, ist das knuffig.
Wo habe ich jetzt dieses Horror-Ding? Ich nenne es auch Kali. Guck mal, so sieht eine Kali aus. So ein Ei will ich noch haben. So ein Ei will ich auch noch mal haben. Nein, Kumpelblase, einmal bitte hier hin. Dann wechseln wir noch mal hier hin und wechseln die Batterie hier. Wir werden mal alles erstmal... Hab ich nicht, gut. Tiefmodul. Batterien. Ja. Einmal bitte wechseln. Genau. Somit haben wir wieder volle Batterien bereit. Vielleicht sollte ich hier noch einen kleinen Schrank hinbauen für die Batterien. Ne? Die können wir eigentlich auch hier hinpacken. So. So, so. Unsere Kramskiste packe ich auch erstmal hier rein. Das werden wir noch alles sortieren. Vielleicht werde ich das auch offline machen, wo ich irgendwie dazu komme. Ich sag's immer, dass ich das machen werde, aber... Yes! Das nie im Leben machen werde. So. Titan, Kabelsatz, Glas. Okay. Okay. Habe ich gerade erweitertes gesagt? Okay. Glas, 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 Glas. Überall Glas. Ich suche jetzt Glas. Das ist ja so voll Glas. Was? Mitgenommen. Wenn man einmal Glas sucht, findet man das nirgendwo. Sucht man kein Glas, findet man das überall. Schon mal aufgefallen? Ja, ne? Glas ist so toll. Nimm mich auch mal mit. So, dann können wir ja wieder zurückfahren und die Höhle uns besser... die Höhle besser unter die Lupe nehmen. Da ist Glas. Ein Freudensprung. Oh, es ruckelt heute ziemlich doll. Los, jetzt gucken. Alles in Ordnung, okay. Einfach nur ein paar Schluck auf. So. Was hab ich heute? Ich habe keine Ahnung. Okay, ein Vieh ist hinter mir. Ich guck mal, ob ich das... Na, dazu sage ich jetzt nicht nein. Was wollte ich mit... Ach so, ja. Ja, stimmt, das wollte ich machen. Da denke ich immer noch, stinke ich auf mich? Nö, die haben es schon wieder vergessen, dass ich ihre Kinder geklaut habe. Mitgenommen. Danke, sehr freundlich. Mitgenommen. Irgendwas brummt hier. Dann werden wir mal den Kontrollraum oder was ich da auch immer hingezimmert habe, mal weiterbauen. So. Und beblase. Wir wollen Glas. Und dann einen... Ja... Warte, 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 warte. Ah, das wird nicht funktionieren.
Schade. Schade, 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 schade. Wow. Gut. Och Mann, ey. Uncool. Ja, das hält halt wirklich nur an. Lasst mich lügen, an Eis. So, hier, du hast einmal das. Die Leiter werde ich demnächst auch mal eliminieren. Eine davon, eine davon, eine Pumpe. Zwei davon. Wartet mal. Nee, ich bin leer. Sehr schön. Besatz. Ach. Ich habe den Rest vergessen. Ich habe den Rest schon wieder vergessen. Gold. Nein, ich weiß aber, dass wir das... Schön. Da noch was erledigt heute. Ich habe das Glas rausgepackt. Ich bin ein Genie. Welcome aboard, Captain. Ja, morgen. Sag das jetzt zigtausendmal am Tag, dann wirst du auch keine Stimme mehr haben, T-Net. In the control room, you can change base lighting and colors, rename your base, and see information about power and structural integrity. But not the integrity of societal power structures. Ja, moin. Wartet mal, was? Gut, 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 gut. Das schaffen wir schon. Hauptsache, das Ding funktioniert noch. Verstehe. Wartet, wartet, wartet. Gut. Hätte ich ja das Teil nicht abbauen brauchen. Weil das geht jetzt alles eh das den Bach runter. Also können wir das wieder hinsetzen. Also alles schick. Kontrollraum, wo ist er? Da. So, ich brauche Lithium. Ich mach nur gerade sauber. Mhm. Das nennt man nur sauber machen. Oh, Titan brauche ich. Geht das Ding irgendwann in die Luft? Ja, ne? So, erstmal kurz überall was hinbauen.
So, ich habe sehr viel Schaden genommen. 11 Stück oder 12 Stück habe ich gesehen. Aber scheint jetzt gerade wieder normal zu... Integrity restored. Draining systems initiated. Da ist noch was. Hull integrity restored. Draining systems initiated. So, ich muss mal kurz raus. Irgendwo hier ist noch ein Teil, was undicht ist. Da. Komisch, unten wird das alles abgepumpt, aber hier oben ist das Wasser noch, ne? Da. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Schön. Das funktioniert also. Das wird sich alles hier wieder bessern. Wir müssen mal gucken, ob wir das hier so ein bisschen anders bauen, weil das stört mich. Aber guck mal, wir könnten hier seit wann kann man das eigentlich? Oder habe ich es schon wieder nur vergessen? Lass mich mal kurz nachdenken. Ich will eigentlich gerade ein mir fällt gerade kein Name ein. Passt zwar nicht zu der Farbe, aber Base. Base nicht, Fürste. Lass mal kurz gucken. Oh. Ja, das ist Base nicht, Fürstin. Wir haben ja eigentlich eine Bimmelbeutebahn, also deswegen, das ist Beutelchen, das ist die Nicht-Fürstin. Sollte speichern. Wir werden gleich eine Runde ein bisschen mehr Verstärkung bauen. Lass mich erstmal draußen gucken, ob ich hier dran irgendwas ändern kann. War mir klar. Hab ich noch... Dein Ernst. Aber hier drin könnte ich noch was haben.
Kann mir das Beutelchen nicht auch lackieren? War das nicht so? Hat mir nicht eine rosa Bimmelbeutebahn? Lithium. Lithium. Ah ja, keine Ahnung. Ja doch. So, ich glaube die Schränke wie... Entschuldigung, mein Hals. Werden wir noch meine Runde umändern. Bei 27 plus, sehr schön. Erstmal das. Ja. So. Eigentlich bedeutet das für uns, wir müssten meine Runde... Warum habe ich hier das hier eigentlich? Laserdings. Nein. Doch. Das war alles richtig. Könnte ich vielleicht, ohne dass mir jetzt das ganze Ding wieder eine Runde absäuft, verdammt. Die Leiter stört wirklich immens. Geht das nicht? Habe ich nicht irgendwas? Komischerweise so funktioniert alles, aber wenn ich das ransetze, nö. Ich weiß warum. Welcome aboard, Captain. Ja, einmal nehmen. Deswegen muss ich jetzt nicht. Nein. Nein, raus da. Deswegen funktioniert das gute Stück. Genau. Dann machen wir das einmal so. So. Und... Was ist, wenn ich das hier abnehme? War mir schon klar. Gut. Titan. Hab ich. Lel. Einmal Titan, das heißt, wir können das hier unten schon kaputt machen. Warum mache ich das so? Um vielleicht hinten noch was hinzubauen. Genau. So machen wir das. Und ich muss erstmal eine Runde Titan sammeln gehen. Mit. Opfer nehme ich auch sehr... Hallo? Gut. Die existiert gar nicht. Der tut nur so, der will einfach nicht. So, ich brauche noch mehr Titan. Minimal mehr.
In der nächsten Folge werden wir dann weiterziehen und in diese eine kleine rötliche Pilzhöhle gehen. Und da mal schauen, ob wir weiterkommen. Also da dürften wir eigentlich... Wie heißt die gute? Mathilda? Ist die Mathilda? Oha. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe den Namen vergessen. Ich Schande. Da. Ja. So. Oh, nicht dein Ernst. Oh, nicht dein Ernst. Ich mache hier alles umsonst gerade. Inventar ist so voll. Ja, raus hier. Blei packe ich erstmal kurz hier hin. Kupfer ist, da. So. Ich bin ein Genie, wirklich. Inventar zu voll. So. Mache ich einfach mal sowas hin. Genau. Und hier vorne packen wir das Kontrollräumchen hin. Nice, aber die Farbe passt nicht zu der Kali. Kann ich das nicht anders bauen? Die Farbe wird Kali eindeutig nicht gerecht. Da müssen wir mal eine Runde gucken. Und ich würde es vielleicht ins Gelbliche mal gucken. Irgendwie sieht das orange aus. Aber doch, das könnte schon in die Richtung hingehen. Das, ihr Lieben, ist die Nichtfürstin. Nice, oder? Jetzt hat die Kali auch meinen Ehrenplatz hier. Ich habe das hier eigentlich gebaut, um... das hier hinzupacken. Genau. Und auf der anderen Seite eigentlich für die Batterien etwas. So. Packen wir die Batterien einfach mal hier rein und
irgendwas anderes. Ach, seht ihr, ich habe ja hier noch einen Schrank dann vergessen. Könnten wir das doch da hinpacken. Ich glaube, viel werden wir... Ach, egal. Packen wir das mal hier. Ich bin mir so unsicher. Wir packen es hier hin. So. Okay, Titan. Gott sei Dank habe ich noch einmal. So. Hier packen wir alles rein, was mit Energie zu tun hat. Vielleicht sollten wir ein, zwei mitnehmen. Zweites Teil. Ich glaube, da wird noch so einiges Probleme bereiten. Wahrscheinlich werde ich die nochmal wegpacken. Nein, komm, nein. So, das werde ich mampfen, das werde ich mampfen. Und mir was zu trinken noch reinpfeffern. Aber es läuft. Es läuft ein bisschen. Tiefenmodul, wie gesagt, da werden wir nochmal eine Runde ist ja doof, dass man da nichts hinpacken kann, wenn man... Wartet mal. Ich will nur mal kurz was... Gut. Da weiß ich, was ich jetzt gleich machen werde. In der nächsten Folge. Oder die übernächste Folge. So, lass mich einmal hier. Genau. Ja. Da müssen wir erstmal die ganzen Schränke wegpacken. Und dann können wir die Schränke wieder raufpacken. Hübsch. Hat doch was, ne? Die Base nicht, Fürstin. Die Nicht-Fürstin. So schön. Welcome aboard, Captain. Die Kali ist abgesoffen, nur mal so. Ich find's witzig. Gut, ihr Lieben, aber ich würde sagen, ich mache hier einen Folgenpäuschen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.